Moin, ihr Sizzler und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute werden wir gemeinsam ein wunderschönes Schmorstück zubereiten, ein Rinder-Schmorbraten. Ich habe richtig Bock drauf. Warum lachst du schon wieder? Weil hörst du diesem Video. Herrlich. Ja. Wir werden auf jeden Fall heute einen Rinder-Schmorbraten zubereiten, worauf ich mich sehr freue, weil das einfach so ist, was gut in den Herbst passt eigentlich. Gutes Wetter ist heute nicht schlecht, es wird trotzdem schon ein bisschen kälter. Ja. Und ich glaube, so Richtung Herbst, Weihnachten sind Schmorgerichte eigentlich immer genau das Ding. Ich liebe Schmorgerichte. Wenn es nach mir geht, ich könnte jeden Tag irgendein Schmorgericht essen. Ob es ein Schmorbraten ist. Ich bin gespannt, wie viele Schmorgericht-Fans es wirklich gibt. Also ihr könnt ja mal signalisieren, ob ihr Schmorgerichte mögt. Aber ich glaube, das ist, wie gesagt, für die kalte Zeit sehr, sehr gut. Also ich wette, mindestens 100 Leute werden in die Kommentare schreiben, dass sie Schmorgerichte lieben. Enttäuscht mich nicht. Enttäuscht mich nicht. Okay. Okay, cool. Was haben wir hier vor uns? Wir können ja mal ein bisschen aufs Fleisch eingehen, weil das ja eigentlich der Hauptdarsteller ist. Bei uns immer handelsüblich kleinere Portionen. Ihr könnt natürlich ein bisschen mehr nehmen. Das sind jetzt 800 Gramm ungefähr. Ja. Stück aus der Schulter, Rind. Genau. Ne? Und was man sehr gut sehen kann vielleicht hier, unheimlich schlecht marmoriert, wenn man so will. Es ist einfach ein mageres Stück. Das ist so das, was man immer so kennt von früher, wenn man in der Metzgerei reinkommt. Es muss möglichst mager sein. Möglichst mager hätte ich es gern. Genau. Aber dabei muss es gar nicht mager sein, sondern eigentlich gut durchwachsen. Bei Schmorstücken wiederum ist es gerade gut, wenn sie mager sind, weil wir über einen langen Zeitraum garen und dadurch eben dann diesen Effekt bekommen, dass sie später schön zerfallen. Genau, so ist es. Also das eignet sich hervorragend. Stück oder Schulter ist auch kostentechnisch jetzt nicht so intensiv. Gutes Stück Fleisch. Ich würde einfach mal anfangen und ein bisschen Öl in unseren Dutch Oven machen. Wir nutzen heute so einen eckigen Dutch Oven. Also wir schmoren im Dutch Oven. Genau, es hat auch keine besondere Bewandtnis, dass der eckig ist. Man kann das auch in einem runden machen. Wichtig ist nur, der Dutch Oven sollte groß genug sein. Das macht auf jeden Fall Sinn. Und ich weiß nicht, ob es euch auffällt. Der Braten sollte reinpassen. Ich weiß, ob es auffällt, aber da ist ja schon rund. Also hier schmort schon was drin. Müsst ihr aufpassen. Es kann sein, dass hier noch ein anderes Gericht schmort. Ist aber kein richtiges Schmorgericht, das kann ich schon mal verraten. Ist aber etwas, was hier gerade vor sich hin blubbert. Das ist unser Mittagessen, das ist unser Abendbrot. Machen wir so. Mein Segen ist aber unangenehm heute. Ja, die Kantine, die ist wirklich... Ich würde jetzt, bevor ich ihn anbraten, auch dieses Schmorstück ein bisschen salzen schon mal. Dass wir so ein klein bisschen Salz schon am Fleisch haben. Das finde ich ehrlich gesagt bei so Schmorgerichten immer ganz angenehm. Unterschied zu normalem Steak, ne? Da machen wir es nicht. Ja, weil das Steak aber auch so ein kurz gebratenes Ding ist. Hier finde ich es eigentlich ganz geil, wenn das Fleisch schon ein bisschen gesalzen ist und eben nicht nur die Soße Salz am Ende hat, sondern auch das Fleisch schon ein bisschen Salz hat. Okay, verstehe. Und ich habe auch vorhin bei dem anderen Video schon was gesagt, das sage ich auch jetzt nochmal. Wenn ihr das so macht wie ich und mit der Hand da reingreift und dann das Fleisch abtupft, nehmt danach unbedingt die andere Hand, um ins Salz zu gehen. Aus hygienetechnischen Gründen macht das absolut Sinn. Übrigens so, dass dieses Salz, also wir sind da, was das angeht, sehr gut aufgestellt. Wir haben nämlich einen Online-Shop, da kann man das Salz kaufen. Ich verlinke euch das unten in der Infobox. Ja. Sehr gut aufgestellt. Okay, wie sieht das Öl aus? Ich glaube, das Öl ist schon recht heiß. Ich brauche jetzt mal einen Handschuh. Ja, das sieht auf jeden Fall sehr heiß aus. Ich müsste mal gucken, wenn er so einen Dutch Oven aufstellt, dass das alles so möglichst eben ist. Bei uns ist etwas Unebenheiten drin, deswegen ist das Öl immer an einer Ecke. Macht aber wir haben also ein Handicap mehr. Ich hoffe, bei euch zu Hause alles schön gerade, dann ist das ganz gut. Wir hätten hier mal vernünftig bauen sollen, dann wäre das nicht passiert. Guck mal, mit einem feuerfesten Handschuh mache ich einmal so, Öl verteilt. Jetzt brate ich erstmal das Fleisch an. Ich denke, das braucht von jeder Seite so 2-3 Minuten. Ich mache das jetzt einmal rundherum. Jawohl. Oh, und das... In der Zwischenzeit kümmere ich mich ein bisschen um das Gemüse. Das Coole bei einem Schmorgericht ist, ihr habt im Prinzip den gesamten Geschmack in diesem Topf später drin, ja? Und Geschmack bekommt man natürlich über verschiedene Komponenten. Ihr kennt das wahrscheinlich, so Suppengrün ist so ein Klassiker, den man nimmt, wenn man viel Geschmack in irgendeine Brühe reinkriegen will oder ähnliches. Wir haben also jetzt hier ein bisschen Suppengrün. Dann haben wir so eine Petersilienwurzel, die finde ich persönlich auch ganz interessant als Geschmacksbringer. Sehr lecker. Zwiebeln und normale Zwiebeln. Bei den normalen Zwiebeln ist es so, du kannst die so wie sie sind tatsächlich auch reinpacken. Also mit der Schale, denn wir werden später das Ganze passieren durch ein Sieb. Und dann haben wir eine schöne dunkle braune Soße, das ist das Ziel. Ja. Das heißt also, die kann man auch so wie sie sind im Gesamten verwenden. Und ich schneide die jetzt alle grob in Stückchen und dann kommt das Ganze quasi... mit rein. Genau, wenn das Ding gleich fertig angebraten ist, ja. In unseren Döpfel hier. Oh ja. Machen wir fliegenden Wechsel oder wie?
Ja, mein Segen hat es tatsächlich. Ich habe hier nämlich vor mir. Guck mal. Sieht gut aus. Schön. Also der muss nicht schwarz werden, ne? Der soll ein paar Röstaromen kriegen. Mhm. Und vor allen Dingen haben wir unten in dem Dutch Oven jetzt Röstaromen drin. Die lösen wir nämlich später noch. Aber ich glaube, du machst jetzt Gemüse rein, ne? Ja, ich habe hier eine ganze Platte voller Geschmack. Und das kommt da jetzt einfach rüber. Soll ich dir mithelfen? Dafür brauchst du große Hände übrigens. Ja, herrlich. Möglichst nichts fallen lassen. Rein. Also das wird wirklich eine richtige Kraftbrühe hier. Das kann ich euch schon mal verraten. Oh ja, die Soße wird richtig großartig. Die hat richtig Schmackes. So, und das Gemüse würde ich sagen, lassen wir jetzt auch mal so 3, 4, 5 Minuten ein bisschen anschwitzen, ein bisschen anbraten, dass das auch nochmal richtig Geschmack abgibt, ne? Ja, unbedingt. Also, es riecht und sieht fantastisch aus. Das Gemüse hat eine schöne Farbe bekommen. Ich bleib hier stehen. Und jetzt brauchen wir Tomatenmark. Dieser Prozess, Achtung, gefährliches Halbwissen, Tomatisieren findet jetzt statt. Das heißt, wir schwitzen jetzt Tomatenmark an. Und dazu gebe ich noch so einen guten Teelöffel Zucker. Der kann schön mit karamellisieren. Und dann Warum wird das eine das ganz feine Zucker? Geschichte. Hä? Warum machst du das mit dem Zucker? Der soll ein bisschen karamellisieren und nochmal so eine schöne Note reingeben. Ist das Geschmack? Der gibt auch Geschmack, der macht süß. Wusstet ihr eigentlich, dass in Leberwurst Zucker drin ist? Das wissen viele nicht. In fast allen Produkten ist Leberwurst. In fast allen Produkten, die ihr kaufen könnt, ist Leberwurst drin. Das muss man doch wissen. Ja. Das sollten wir als Kategorie einführen, dass wir immer so Dinge, die zum Rezept gar nicht dazugehören, noch mit einbauen. Genau, Dinge, so wo Leberwurst drin ist, werde ich hier alle. In der Infobox findet ihr ganz viele Produkte, in denen Leberwurst enthalten ist. Genau. Ich habe hier Rotwein vorbereitet. Julian hat ihn probiert. Ich bin absoluter Wein-Nicht-Experte. Es ist ein lieblicher Rotwein, der hat einen schönen Zuckeranteil auch mit drin, ne? Ja. Der ist süß. Und damit löschen wir das Ganze jetzt ab und lösen die Röstaromen, die sich unten am Boden abgesetzt haben. Ich finde, das ist auch immer so eine Sache. So, komm, all der Geruch, in. Ne? Der Geruch macht mich fertig. Wenn ich weiß, dass das mein Abendbrot wird und ich jetzt noch so lange warten muss, das macht mich fertig. Ja, den Wein lassen wir jetzt auch einen Moment einreduzieren, ne? Dass der so ein bisschen wieder Der kann ein bisschen eindicken. Genau. Und dann kommt das Fleisch schon gleich. Ja. Der Wein blubbert da schön vor sich hin und es geht weiter mit dem Hauptdarsteller, denn unser Stück Fleisch hier muss natürlich auch wieder mit rein. Und das legen wir jetzt einfach mal, ja, ich würde sagen, hier so ein bisschen in die Mitte. Und jetzt kommt noch der Vor dazu, ne? Sehr gerne, sehr gerne. Ich drehe es nochmal um. Ja, so. Drehst dir so, wie du es brauchst. Ich drehe es mir so, wie ich es brauche, mein Junge. Und ich stell hier jetzt mal gucke, das ist Rinderfond, handelsüblicher Rinderfond. Den kann man selber aus Knochen ansetzen oder aber die faule Variante und einen vernünftigen Rinderfond einkaufen. Und der gibt natürlich gut Geschmack ab. Übrigens, wenn ihr euch fragt, welche Angaben brauche ich zum Rezept, kein Problem, dafür haben wir extra einen Blog, den pflegt unser lieber Corby. www.sizzlebrothers.de. Da könnt ihr alles nochmal nachlesen. Ich mache jetzt schon mal einen Deckel drauf. Das Ganze muss jetzt gute, na, 1,5 Stunden auf jeden Fall, vielleicht noch 2 Stunden schmoren. Das verraten wir euch dann am Ende des Videos nochmal, wie lange es wirklich gedauert hat. Noch kurz zum Setup? Ja, wichtig. Kurz zum Setup. Wir haben jetzt unten drunter reichlich Briketts. Das heißt, auf diese eckige Form habe ich so 12, 13 Briketts verteilt. Sprich, ich habe richtig Unterhitze. Wer mag, kann jetzt auch noch ein paar oben drauflegen. Beim Schmorgericht mit so viel Flüssigkeit reicht es aber eigentlich, wenn es von unten kommt, wie beim Herd, sage ich mal. Und wir ein bisschen köchelndes Wasser haben. Aber wir sind beim Dutch Oven Gericht, sind outdoor und weil Julian es sich gewünscht hat. Ich habe ihm gesagt, leg noch ein paar oben drauf. Machen wir das auch. Wir legen noch ein paar Briketts oben drauf. Das kann man also tun. Ist nicht kein Muss, aber es ist auch, sage ich mal, kein Nachteil. Was man übrigens dazu noch sagen kann, gerade bei dem Dutch Oven ist es so, wir haben jetzt hier unten noch so eine Ablage, ne? So eine Metallablage, so eine Art Standfuß. Das heißt, der hat von sich aus keine Standfüße, aber wir haben da unter quasi die Möglichkeit, diesen Standfuß zu erweitern. So kann man den also auf den Gasgrill stellen, theoretisch. Wenn ihr jetzt also sowas nicht da habt und sagt, ich will das zu Hause nachmachen, ihr braucht im Prinzip nur einen Dutch Oven ohne Standfüße, dann könnt ihr den auch so auf euren Rost stellen. Das richtig, ist total flexibel so. Genau. So, jetzt warten wir ein bisschen, bis es fertig geschmort ist. Ich habe Hunger. Passieren wir dann noch gemeinsam das Ganze? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das wird also noch wir passieren. Die Soße müssen wir noch abschmecken und so weiter. Wir sind noch nicht fertig. Lecker. 2 Stunden Schmorzeit sind um und jetzt wird Zeit, den Deckel zu lüften, lieber Johannes. Ich lüfte den Deckel, warte. Ich habe extra Handschuhe an, um schon mal einen Abklopfer zu machen.
Sehr gut. So. Ihr glaubt nicht, wie das hier riecht, ne? Es riecht hier sowas von fantastisch. Und das kommt auch gut, wie er den Deckel da so rüberkippt. Durch den Rotwein. Alter. Ei, ei. Boah. Guck mal. Schön, ne? Richtig gut. So, und was muss man jetzt machen? So. Jetzt nimmt man quasi den Braten raus und schneidet den auf. Das heißt, hier ist wichtig, dass er nicht komplett auseinanderfällt. Ich glaube, das ist uns sogar der geglückt. Sollte im Idealfall jetzt nicht so weich sein, dass man ihn pullen kann. Der sollte so sein, dass er schön weich ist, aber sich in Scheiben schneiden lässt. Das ist wichtig bei so einem Schmorbraten, ne? Oh ja. Jetzt passiert's, Freunde. Jetzt passiert die Magie. Nichts. Ja, ja. Ich würde es noch ein bisschen stürmischer reinkippen, auf jeden Fall. Ja, es ist nur leicht warm zum Glück. Alter Schwede. So. Und Hannes hat mir gerade übrigens erklärt, dass der neue Trend ja ist, dass jetzt Soßen immer flüssig sind. Und da möchte ich an euch appellieren, meiner Meinung nach werden die eingedickt. Bei Hannes heißt es aber, nein, das ist nicht so. Die werden auf jeden Fall flüssig angerichtet. Und das dürft ihr jetzt entscheiden für euch zu also Hause, wie ihr es macht. Ich sag mal so, auch eine eingedickte Soße ist für mich noch flüssig. Aber ja. Ich bin ja bei dir, man kann die jetzt auch noch eindicken, wenn man das möchte. Egal wie es ist, ich nehme jetzt diesen Teil zum Anrichten. Das heißt, also ihr seht das hier, ne? Hast du die abgeschmeckt schon, die Soße? Noch nicht. Ich habe da ja gerade das noch gehalten. Das ist so ein Dreh, wo ich ihm am liebsten direkt... Es ist gleich soweit. Gleich fängt er sich on camera fängt sie dir eine. Es ist gleich soweit. Freunde, wir ziehen das jetzt durch. Ich bleibe ruhig, oder? Da brauche ich auch nicht viel abschmecken. Okay, also ist schon. Schmeckt halt überhaupt nicht. Nein, nee, schmeckt gut. Ein bisschen Zucker könnte man auch ranmachen, vielleicht. Mm. Aber Zucker haben wir natürlich hier nicht hier. Hannes, Zucker. Nein, die Soße ist geil. Hm? Könnte jetzt höchstens ein bisschen eingedickt werden, damit sie nicht mehr flüssig ist. Wie also, oft willst du sie noch probieren jetzt? Ich finde sie gut. Ich auch. Ich würde tatsächlich, also wenn es nach mir geht, ich würde sie noch ein bisschen eindicken. Das heißt also, man stellt sie nochmal auf die Flamme, lässt sie noch ein bisschen aufkochen, gibt dann ein bisschen Speisestärke dazu. Folgende Situation, ich werde das jetzt in Scheiben aufschneiden und unsere Soße oben drüber geben. Ihr werdet feststellen, dass die Soße sehr flüssig ist. Das heißt, wir werden sie danach nochmal für uns abbinden. Oder aber, weil Hannes sie ja sehr gerne so mag, das war ja der O-Ton, wird die natürlich auch dann so bleiben. Dazu kann man Salzkartoffeln reichen oder Beilagen eurer Wahl. Wichtig an der Stelle, macht es so, wie ihr darauf Bock habt. Es gibt da keine genauen Vorgaben. Das Rezept an sich hat aber schon mal hervorragend funktioniert. Und jetzt schneide ich das mal auf. Gucken wir mal, ob er jetzt hier noch sich schneiden lässt. Das tut er, oder? Guck mal, immerhin das funktioniert hier. Nein, hervorragend, das ist gut. Sehr gut sogar. Der macht auch einen zarten Eindruck. Das will ich wohl machen. Super zart, ja. Ich muss aufpassen, dass ich es nicht zerfledder beim Schneiden. Also es hat genau die richtige Konsistenz tatsächlich, die es haben muss. Jetzt lege ich das hier mal so rüber. Oh, das riecht so gut. Heidewitzka, Kapitän. Das kannst du auch keinem anbieten. Willst du einen Löffel haben? Ja, bitte. Oder ich kann dir auch eine Suppe. An der Stelle kann ich dir auch eine Suppe. Suppenkelle. Jawohl. Haben noch was vorbereitet. Wir haben noch alles hier, um diese wirklich angedickte Soße jetzt nach oben rüber zu geben. Ey, mir tropft der Zahn, ne? Und die Soße tropft auch. Ja, man sieht, die Soße hebt sich farblich gut ab. Alles, ich werde nie wieder auf dich hören, wenn es darum geht, dass es heißt, die muss man dünnflüssig nehmen. Aber ja, gut, für dich. Aber es geht um Geschmack, der Geschmack ist da. Wir haben jetzt alle verstanden, wir könnten diese Soße auch noch andicken. Aber der Trend ist es, die dünnste, das glaubt mir. Glaubt ich hab's jetzt nochmal schön angerichtet. Er hat hier nur Wasser hinterlassen. Jeder normale Mensch wird es andicken. Nein, das macht man so. Jungs, der Trend geht zur Flüssigsoße. Er war hart, aber auch drauf. Herrlich. Leute, wenn euch so ein Video gefallen hat, lasst uns gerne einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, wenn nicht eh schon passiert, und dickt eure Soßen ein. Das würde mich persönlich sehr freuen. Und wir werden uns diesen Braten jetzt schmecken lassen. Rinderschmorbraten im Herbst, eine perfekte Sache. Wie schmeckt es? Beschreibt nochmal kurz den Geschmack. Ich kann es dir genau sagen, du schmeckst einen richtig schönen Rindergeschmack und hast dazu, ich probier mal, also wirklich schönen, kräftigen Rindergeschmack, und dazu hast du diese perfekte Soße, die eine Komposition aus Rotwein, Suppengrün und Rindfleisch ist. Einfach nur genial. Wirklich einfach nur genial. Der schmeckt hervorragend.
Leute, gerade mit dieser perfekten Probiert's Soße. Aus. Ich hoffe, ihr habt Spaß mit dem Video gehabt. Auf jeden Fall hatte ich meinen Spaß am Ende, das kann ich euch sagen. Und jetzt werde ich erstmal essen und Hannes nächstes Video nicht mehr dabei.